Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen bin. Wieder ein Punkt mehr, wo ich für digitale Bibliotheken werben kann. Das ist nämlich auch ein Teil meiner Botschaft, den Menschen zu erklären, was da eigentlich gerade in den Bibliotheken passiert und wie weit wir eigentlich bei vielen Prozessen schon sind und wie wir auch digitale Prozesse begleitet haben. Ich darf heute über eins meiner Lieblingsprojekte aus dem letzten Jahr berichten, und zwar über die Kurt-Tucholsky-Bibliothek, die von der Ehrenamtsbibliothek zur digitalen Kaderschmiede wurde. Und das war im letzten Jahr. Die Ausgangssituation war folgende. 2007 wurden in Pankow 18 Bibliotheken geschlossen, öffentliche Bibliotheken geschlossen, darunter auch die kleine Kurt-Tucholsky-Bibliothek in der Esmaistraße. Es gab einen riesen Aufschrei in der Presse. Die Kurt-Tucholsky-Bibliothek bangt um ihren Bücherbestand. Bibliothek steht erneut vor der Schließung. Unterschriften für die Bibliothek. Die Hälfte der Büchereien ist schon geschlossen. Kein Platz mehr für die Leseratten und Knirpsenaufstand in Pankow. Das war so ein bisschen die mediale Begleitung des ganzen Prozesses. Was ist da passiert? 2007 haben engagierte Bürgerinnen eine Bibliothek besetzt, die geschlossen werden sollte. Und zwar richtig klassisch besetzt. Die sind da rein, haben gesagt, wir gehen ja nicht mehr raus. Die haben ein paar Kinder mobilisiert, was ganz gut für die Presse war. Und dann waren die erstmal drin. Haben relativ flott einen Verein gegründet und haben diese Bibliothek ehrenamtlich weiter betrieben. Und zwar im Sinne des Standes von 2007. Ohne mich jetzt falsch zu verstehen, ich schätze und achte diese Aktion sehr, weil sie es geschafft haben, die Bibliothek zu retten, aber sie haben weiterhin eine Entleihstation betrieben, sie haben weiter Leseförderung gemacht als Ehrenamt und nicht in der professionellen Ebene, wie ich mir das vorstellen würde. Wir haben die Gelegenheit genutzt, im vorigen Jahr diese Bibliothek wieder zurückzuführen. Und dann habe ich mir in Bezug auf den Vortrag mal überlegt, was ist da eigentlich passiert zwischen 2007 und 2018. Und da nehme ich euch nochmal mit auf eine Reise. Die Bibliothek selber ist 130 Jahre alt, also es war es auch wirklich wert, die zu erhalten, weil ich dann natürlich viel längere Geschichten auch über Bibliotheken erzählen kann und über den Wandel der Bibliotheken, weil Bibliotheken früher, ich weiß nicht, so in den 20er Jahren tatsächlich Orte waren, wo Nutzerinnen sich an eine Theke begeben mussten. Die Bibliothekarinnen standen so erhöht über die Theke gebeugt und haben gesagt, was geben Sie da zurück, Tolstoi. Dann nehmen wir mal diesmal Dostojewski, sind ins Magazin gegangen und haben die Bücher verteilt. Das war Bibliothek. Davon sind wir entfernt. Wir haben jetzt eine öffentliche Bibliothek, die frei zugänglich ist. Wir haben unsere Magazine geschlossen. Also es gibt eine Geschichte von Bibliotheken des Wandels. Und die erzähle ich halt auch mal ganz gern. Aber was ist denn eigentlich dann Digitalisierung? Das ist ein Bild, was das Konklave zeigt, der Papstwahl. Und zwar in einem Zeitraum von 2005 zu 2013. Der gleiche Anlass, der gleiche Ort, Petersdom, aber eine völlig andere Form der Kommunikation und der Wahrnehmung, was da passiert. Ne? Hier haben wir zwei, drei Kameras, die da durchblitzen. 2013, jeder und jede hat ein Handy, ein Tablet auf und hat dann halt den weißen Nebel gefilmt. Das ist eine kurze Zeit, die dazwischen liegt, weil du hast vorhin von den Pferdekutschen erzählt, die Rhythmen der Entwicklung werden viel, viel schneller und viel, viel schnelllebiger. Was ist denn in der Zeit im FÖB passiert? Der FÖB ist ein Zusammenschluss der öffentlichen Bibliotheken in Berlin. Die meisten wissen gar nicht, dass die Bezirke für die öffentlichen Bibliotheken zuständig sind, weil sie als Stadtbibliothek sind. Das heißt, die Grenze zwischen Mitte und Pankow ist den Nutzerinnen eigentlich egal. Aber wir sind in diesen Bezirksstrukturen drin und haben aber relativ früh, da war ich noch nicht dabei, 1995 beschlossen, das gemeinsam zu tun. Wir haben einen gemeinsamen Katalog aufgesetzt. Wir waren relativ schnell online mit dem Katalog und haben dann erstmal eine ganze Weile gewartet. Haben einen Lieferservice eingeführt, der bezirksübergreifend ist, den Online-Katalog nochmal revolutioniert. Und dann seht ihr ein Projekt, was relativ umfassend war und uns relativ schnell vorangebracht hat, das Teniva-Projekt. Dort haben wir RFID eingeführt und die Selbstverbuchung für die Nutzerin angeboten. Das heißt, die Menschen mussten nicht mehr an die Theke kommen, sondern können jetzt einfach die Bücher so ausleihen, wie sie wollen. Die Bibliothekarinnen sehen auch nicht mehr, was da entliehen wird. Das heißt, ein bisschen anonymer, mehr Datenschutz und so weiter. Aber es ist natürlich auch für die Kolleginnen gut, weil sie diese Kassenbewegung vom Scannen der Bücher nicht mehr haben und wir andere Zeiten, also Zeit besser nutzen können für Dinge, die wir sonst tun können. Dann 2015 und 2016
haben wir ganz große Sprünge gemacht, unterstützt von der Kulturverwaltung. Die haben uns einen ordentlichen Batzen Geld rübergeschoben und wir konnten dadurch Online-Anmeldungen bringen. Das heißt, es gibt mittlerweile Nutzerinnen, die gar nicht mehr in die Bibliotheken kommen. Die nutzen nur noch unsere Online-Angebote, da komme ich noch mal kurz drauf zu. Das sind mittlerweile jetzt 8.000. Habe ich jetzt ganz neue Zahlen bekommen. Die haben noch nie eine Bibliothek betreten und die benutzt, sondern die nutzen nur noch das, was wir online haben. Und wir haben das Online-Bezahlsystem eingeführt, weil Bezahlen ja auch immer sowas ist wie, oh Gott, ich habe hier noch Schulden, ich habe meine Bücher zu spät abgegeben. Das hat immer so eine ganz blöde Dynamik, solche Prozesse. Und die Leute lieben das, das online zu machen, damit sie genau in diese Prozesse nicht mehr reinkommen. Was ist noch passiert zwischen 2007 und 2018? In der Zeit, wo die Bibliothek ehrenamtlich besetzt war. Wir haben Wikipedia, das Gründungsjahr 2001. Wir haben vorhin schon gehört, dass es mittlerweile eines der wichtigsten Nachschlagewerke geworden ist. Ich weiß, dass man über die Qualität streiten kann. Worüber man nicht streiten kann, ist das kollaborative Wissen, was da erstellt wird, und über die fast 50 Millionen Artikel, die da erstellt wurden, gemeinsam in 300 Sprachen. Was ist noch passiert? Ich habe vor allen Dingen Sachen rausgesucht, die eine Relevanz für Bibliotheken haben. Weil ursprünglich waren die Bibliotheken Wissensvermittlerinnen und hatten so eine Art Monopol. Wenn ich was wissen wollte, bin ich in die Bibliothek gegangen und habe ein Lexikon benutzt, weil die meisten viel zu teuer waren, nicht aktuell waren, die ich zu Hause hatte. Das ist da verloren gegangen 2001 für die Bibliotheken. Dann haben wir YouTube, mittlerweile die wichtigste Wissensplattform der Welt. Kann mir mal jemand sagen, was ihr schätzt, wie viele Stunden Videomaterial in einer Minute hochgeladen wird? Nur in einer Minute, einfach mal so eine Zahl. In einer Minute, wie viele Stunden Informationen werden jeden Tag zu YouTube aktuell hochgeladen? Fast. 400 Stunden werden hochgeladen und das heißt, dieses Wissen vermehrt sich in einer Geschwindigkeit und da ist viel Zeug dabei, wo wir jetzt sagen, bringt es was, ist das relevant, Schminkkurse. Aber wir haben ja auch mitbekommen in den letzten 2 Wochen, dass es sehr politisch relevant sein kann, was auf YouTube stattfindet. Viele Parteien sind überrascht und überwältigt. Meine Tochter kannte übrigens von diesen 70 YouTuberinnen die Hälfte und die ist 9. Ja, sie haben eine ganz andere Bezugsperson mittlerweile und sind ziemlich stark online-affin. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass dann, sag ich mal, eine große politische Organisation nicht hinkriegt, darauf dann angemessen zu reagieren. Also Riesenfrage. Dann Google, 1997 auf den Markt gekommen. Ich habe da eine zweite Zahl dazu genommen, weil die für Bibliotheken nochmal relevant ist. Und zwar ist das die Zahl, als Google Books eingeführt wurde. Die haben einfach mal angefangen, Bibliotheksbestände zu digitalisieren und online zu stellen. War für uns natürlich ein Problem, erstmal von der Wahrnehmung. Warum haben wir das nicht gemacht? Können wir das überhaupt leisten in der Qualität, in dieser Aktualität? Netflix, 1997 gestartet als Filmverleih, also sozusagen als nicht örtliche Videothek. Und dann haben sie angefangen, 2009 Streaming anzubieten. Und die millionenfachen Besuche, die wir haben, haben auch Auswirkungen auf die Bibliotheken. Filmverleih, auch kuratierter Filmverleih ist für uns ein Riesengeschäft gewesen, macht jetzt Netflix. Wir haben 2007 das erste Smartphone, also genau zu dem Jahr, wo die Bibliothek geschlossen wurde. Jetzt haben wir eine Zeit, wo in Deutschland 81% der Bevölkerung über 14 ein Smartphone hat. Und so ähnlich wie bei den Wahlergebnissen, wenn wir so bei 60 einen Cut machen, ne, dann wird ganz anders gewählt und es wird auch ganz anders mit digitalen Medien umgegangen. Alle unter 50 kann man eigentlich sagen, 98% der Leute haben ein Smartphone. Seit 2007. Das ist noch nicht so lange her. Und wir haben Amazon. Amazon ist ja im Buchbereich relativ stark aufgestellt gewesen. Es war ja die Ursprungsidee, Bücher zu handeln. Ich habe da auch nochmal 2 Zahlen mit dazu genommen. Das eine ist eine Zahl, wo Amazon digitale Bücher ermöglicht hat und 2014 der Verleih von Büchern über den Kindle. Man kann, das mache ich mal ein bisschen Fremdwerbung, auf dem Kindle für einen Monat ein Buch ausleihen über Amazon und zwar 12-mal im Jahr. Kostenlos, wenn man diese Kindle-Angebote nutzt auf dem Reader. Auch das ist natürlich eine Frage, wie kann man als Bibliothek darauf reagieren? Die öffentlichen Bibliotheken und auch in Berlin, wir haben darauf reagiert und haben versucht, und das ist ein Teil von Digitalisierung, analoge Geschäftsprozesse in digitale Welten zu überführen. Das ist ein Erklärmodell, das geht aber viel, viel weiter. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Wer hat eigentlich von euch einen Ausweis für die öffentlichen Bibliotheken? Ja, sehr schön, so viel hatte ich noch nie.
Sehr schön, freue ich mich. Die anderen können das jederzeit auch online machen. Ihr müsst nicht die Öffnungszeiten der Bibliotheken nutzen. Ihr könnt euch einfach einwählen, föpp.de, dann klickt ihr da an und zahlt 10 Euro im Jahr für das, was ich euch vorstelle. Das heißt, wir haben die Onleihe, das sind ganz normale EPUB-Medien, das sind Bücher, die ihr ausleihen könnt. Da sind aber auch Videos dabei, Hörspiele, Hörbücher. Wir haben Freegal für diejenigen, die sich für Musik interessieren. Ihr könnt dort 5 Lieder pro Woche kostenlos einfach runterladen und weiterverwenden. Das ist nicht mal nur ein Streaming, sondern es ist tatsächlich auch eine Download-Möglichkeit dabei. Ich bewerbe immer sehr gerne Filmfriend. Das ist Arthouse-Kino im Netz, das kleine, qualitativ hochwertige Netflix. Ja? Filmfriend könnt ihr 24 Stunden um die Uhr benutzen und alles, was ihr da findet, findet ihr garantiert nicht bei Netflix. Sondern das ist wirklich Arthouse, das ist ein ganz anderes Angebot, ganz anders gestrickt. Das ist eine kleine Potsdamer Firma, mit der wir arbeiten. Und ich stelle euch noch ein anderes vor. Tiger Books. Digitale Kinderbücher. Den Rest könnt ihr euch wirklich selbst erarbeiten. Auf föpp.de findet ihr den Link. Das heißt, wir haben versucht, das, was ich euch gerade gezeigt habe, auch als digitale Angebote, als Bibliothek zur Verfügung zu stellen, weil unser Hauptcredo ist, Informationen frei zugänglich zu halten. Das haben wir da versucht. Was hat das jetzt eigentlich alles mit meinem Haus da zu tun? Es hat natürlich Auswirkungen, das, was ich beschrieben habe, seit 2007. Wir haben eine Tendenz hin, die sagt, wichtiger als der Bestand ist die Gemeinschaft der Menschen, die die Bibliotheken nutzen. Das heißt, eine Fokusverschiebung. Ne? Die Menge der Bücher spielt eine Rolle, sondern die Menge der Gemeinschaft, der Communities, die in dem Umfeld der öffentlichen Bibliotheken leben. Dann dritter Ort dürfte allen von euch ein Begriff sein. Ich habe so langsam mitgekriegt, dass es bei allen Diskussionsthema ist, ob das ein Museum, ein Theater, eine Bibliothek ist. Das finde ich super spannend, dass wir alle die gleichen Ideen haben und Konzepte haben, nochmal näher an die Communities ranzukommen. Bei uns heißt das Aufenthalt statt rein und raus mit den Büchern. Also Dinge anzubieten, die den Ort als Wohlfühlort anbieten, aber auch als Kommunikationsort. Ich finde es immer sehr verkürzt zu sagen, wir haben hier einen neuen Ort, an dem man sehr gerne ist und sich wohlfühlt. Mein Fokus ist die Kommunikation. Das heißt, in der Bibliothek wird es laut. Partizipation statt Fachexpertise. Früher haben, wie ich schon erzählt habe, die Bibliothekarin entschieden, was kommt eigentlich in die Regale. Mittlerweile arbeiten wir mit unseren Nutzerinnen zusammen, vor allen Dingen mit Migrantinnenorganisationen, weil die sprachliche Expertise für die Auswahl haben. Ich kann nicht so gut Russisch, um zu sagen, welche Autorinnen sind denn gerade hip, könnt ihr mir helfen, welche sollen wir kaufen? Teilweise kaufen wir die sogar zusammen ein. Dann Wandel, der zum Prosumenten geht, statt von den Konsumentinnen zu sprechen. Das heißt, wir können auch Dinge selber herstellen. Das kann man sich ganz gut vergegenwärtigen, wenn wir in Bibliotheken uns 3D-Drucker angucken. Ne? Das sind Menschen, die... Mein Lieblingsbeispiel ist immer so eine Duschverschraubung, also wo dieser Duschkopf an dem Schlauch irgendwie verschraubt ist. Das ist einem Nutzer in Köln zerbrochen, dann hat das eingescannt, hat es im 3D-Drucker in der Bibliothek ausgedruckt, wieder rangeschraubt und dann was repariert. Das ist so für mich ein Beispiel von Angeboten für die Community. Hat nichts mehr mit Buch zu tun, hat aber immer was mit Informationen und freiem Zugang zu Informationen zu tun. Lizenzen statt haptische Medien. Früher haben wir CDs gehortet, Platten gehortet, Kassetten gehortet. Mittlerweile kaufen wir Lizenzen, wir nutzen Spotify, wir nutzen auch Freegal als Form. Das heißt, es geht nicht mehr darum, Dinge zu besitzen, sondern es geht auch darum, Dinge zu teilen. Das hat alles Auswirkungen auf die Bibliothek gehabt, über die ich heute noch berichten werde. Mit diesem ganzen Wissen haben wir im letzten Jahr diese Bibliothek übernommen. Ich hatte eine... Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Ich arbeite in einem sehr hierarchischen Betrieb. Das heißt, es gibt Leute, die haben eine Ausbildung gemacht, die stehen hier so. Dann gibt es diejenigen, die ein Studium absolviert haben, irgendwann mal, die stehen ein bisschen höher. Auch in einem Gehalt, ne? Auch in der Aufgabenzuschreibung. Und dann gibt es halt mich. Ich stehe dann irgendwie an der Seite mittlerweile. Rein hierarchisch stehe ich da, aber ich versuche, diesen Prozess eher zu begleiten. Ich habe auch ein anderes Verständnis von Führung. Die Kollegin, die ich dort lokalisiert habe, war mehr als online affin. Die war bereit, sich mit jedem Online-Prozess zu beschäftigen. Sie hat all diese Wandel sehr gut reflektiert und verstanden, die stattgefunden haben. Und ich habe sie nicht dazu gebracht, zu studieren. Ich habe ihr immer gesagt, du, geh doch mal bitte studieren. Nee, ich habe keine Lust. Ich weiß das alles und ich habe schon Lust, hier ein bisschen praktisch zu arbeiten. Als wir dieses Haus reaktiviert haben, habe ich mir überlegt, dass es eigentlich die einzige Chance ist, die diese Kollegin haben wird, in den nächsten Jahren an leitender Stelle und gestaltender Stelle wirken zu können.
Und wir haben so einen Deal uns erarbeitet, dass wir daraus ein Haus machen, in dem vor allen Dingen Famis, also Ausgebildete, arbeiten. Und in dem Haus bilden wir auch aus. Also im letzten Lehrjahr bei uns, dauern die Lehrzeiten immer 3 Jahre, werden alle Azubis in dieses Haus gehen. Das ist Teil des großen Konzeptes, was wir da hatten. Dann haben wir uns getrennt von dem Mythos, dass wir für alle offen sein können. Vor allem in so einem kleinen Haus, das sind 100 Quadratmeter, erste Etage, ist nicht mal barrierefrei, also kann man ruhig mal sagen, wir können auch mal sortieren. Und haben gesagt, wir wollen eigentlich, das ist mitten im Prenzlauer Berg, eine Familien- und Kinderbibliothek sein, die auch an der Grenze Jugendangebote machen kann. Also wir haben ein bisschen mehr fokussiert. Wir haben mehrere Workshops durchgeführt mit den Ehrenamtlichen, bei denen ich ein bisschen detailschärfer erzählt habe, was gerade passiert ist und auch mit Statistiken gezeigt habe, was verändert es eigentlich zum Thema Lesen. Ne? Lesen die Leute jetzt weniger? Die bisherigen Studien, die Kim- und Jim-Studie, also Kinder- und Medienstudien und die Jugend- und Medienstudien haben gezeigt, das Leseverhalten hat sich gar nicht verändert. Das gesamte Konsumverhalten von Medien hat sich verändert. Aber die Kinder und Jugendlichen lesen eigentlich immer noch genauso viel. Ein paar andere Medien sind dazugekommen, aber das Leseverhalten an sich hat sich nicht verändert. So sind jedenfalls die Studienergebnisse, was mich sehr beruhigt und was auch die Ehrenamtlichen sehr beruhigt hat. Das heißt, wir haben an der Stelle, hast du das auch so beschrieben, das Team mitzunehmen, war für mich auch wichtig, die Ehrenamtlichen, die 10 Jahre diese Bibliothek erhalten haben, auch in dem Prozess weiter mitzunehmen und zu sagen, bleibt doch an unserer Seite und gestaltet eine Bibliothek neu. Wir haben versucht, Stakeholder zu gewinnen in der Politik, weil das ganze Projekt wurde durchgeführt unterjährig des Haushaltsplanes. Alle, die so ein bisschen in diesen Haushaltsplan zwängen, hängen, wissen, wie blöd das ist, wenn man nicht 5 Jahre vorher schon weiß, was in 5 Jahren kommt und das nicht budgetiert hat. Das heißt, wir hatten eigentlich kein Geld. Wir haben versucht, vor allen Dingen auch die Leitung mit sehr, sehr vielen Weiterbildungen auszurüsten, dass sie Personalführung kann, dass sie weiß, wie man Change Management begleitet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, für diesen ganzen digitalen Wandel, wenn wir Leute lokalisieren, die gestalten wollen und möchten, ihnen auch die Skills an die Hand zu geben, um das überhaupt zu können. Weil es schon ein Mitnehmen ist, weil das Auftauen, was du beschrieben hast, da brauchst du ganz schön heftige Flammen teilweise. Dann das Aufräumen, also zu gucken, ohne die Arbeit zu missachten, die die Ehrenamtlichen dort geleistet haben. Und auch das kann man sich, glaube ich, für digitalen Wandel immer mitnehmen. Wie bewerte ich eigentlich das, was bis dahin war, unter der Berücksichtigung, was jetzt alles möglich ist? Und wenn man den Schritt gut macht, nimmt man auch viele Leute mit. Von den 40 Ehrenamtlichen, die damals da waren, arbeiten immer noch über 20 bei uns regelmäßig mit. Also das ist uns irgendwie doch gelungen. Was haben wir noch gemacht? International sind viele Bibliotheken, vor allem öffentliche Bibliotheken, wesentlich besser aufgestellt als die Berliner und auch die bundesdeutschen Bibliotheken. Wir haben Reisen organisiert nach Aarhus und nächsten Montag fährt eine kleine Gruppe von 8 Leuten aus Pankow nach Vantaa, Helsinki und guckt sich dann praktisch da die nächste Bibliothek an. Dieses Mal bleiben sie eine Woche, dürfen auch mit den Kolleginnen mitlaufen und für das Jahr drauf plane ich eigentlich nach Riga zu fahren, weil das ist ein wenig beachtetes Digitalisierungsparadies und ich denke, dass da ganz viele Impulse mitkommen. Das heißt, ein Schritt, den ich versucht habe immer umzumachen, ist auch, wie können meine Mitarbeiterinnen über die Tellerrand gucken? Was gibt es eigentlich schon, was wir machen wollen und was müssen wir nicht nochmal neu erfinden? Die Mittel dafür liegen meiner Meinung nach teilweise auf der Straße. Man muss einfach nur die richtigen Töpfe finden. Also diese Mittel, diese Reise habe ich finanziert aus einem Topf für Wissenstransfer. Der ist ursprünglich dafür gedacht, wenn Kolleginnen in Rente gehen, eine begleitende Zeit einzuführen für die neue Stelleninhaberin. Wir wissen aber, im öffentlichen Dienst sind diese nicht immer so nahtlos, wie sie dafür sein müssten. Das heißt, in dem Topf ist Geld und der Antrag richtete sich dann an digitalen europäischen Wissenstransfer und ich habe das voll ausfinanziert bekommen, Anreise, Übernachtung und so weiter. Also das heißt, auch bei diesen Transformationsprozessen ist es gut zu gucken, wo in Berlin sind gerade Töpfe da, die voll sind und es gibt gerade, das wird auch wieder ein Ende haben, aber gerade ist es so, dass es genügend Töpfe gibt, um Dinge zu finanzieren. Jetzt hatte ich das Team, das heißt am Anfang war wirklich nur die Leiterin da und eine geförderte Arbeitskraft und die Ehrenamtlichen und wir haben uns überlegt, wenn wir das ernst nehmen mit der Partizipation, wenn wir das ernst nehmen mit den Öffnungsprozessen, wie machen wir das? Wir haben das große Glück gehabt, Julia Bergmann gewinnen zu können,
die ausgebildete Design-Trainerin, Design-Thinking-Trainerin ist. Und wir haben tatsächlich einen halbjährlichen Prozess durchgeführt mit verschiedenen Phasen. Wer kennt denn Design-Thinking nicht? Okay. Das ist eine Methode, die erstmal die Nutzerinnenbedürfnisse in den Blick stellt und die nicht so arbeitet, wie wir das bei Umfragen machen oder bei qualitativen Fragen, wo wir sagen, hat es dir gefallen? Ja, nein. Sondern wir fragen, in dem Fall haben wir gefragt, wo fühlt ihr euch wohl? Und zwar nicht nur die Nutzerin, sondern auch Nicht-Nutzerin. Und wir haben das nicht bei uns in der Bibliothek und nicht auf der Straße gefragt, sondern wir haben das bei denen zu Hause gefragt und haben gesagt, zeig uns doch mal hier, wo du dich wohlfühlst. Wo lernst denn du gerne? Das haben wir uns alle schön aufgeschrieben, wir waren immer zu zweit. Und haben das dann am Ende zusammengeführt mit vielen, vielen Klebezettelchen, mit vielen, vielen Prototypen und haben dann versucht zu gucken, was brauchen eigentlich die Menschen, die hier im Kiez leben, egal ob sie bisher Nutzerin der Bibliothek waren oder nicht, an Angeboten, digital, aber auch ganz normal analog, um einen Raum zu finden, an dem sie sich wohlfühlen. Und davon ausgehend hat dann das Team verschiedene Angebote entwickelt, die ich euch heute jetzt noch vorstelle, damit ihr auch wisst, was das Ergebnis des Prozesses war. Das heißt, die Sicht verschiebt sich von der Fachexpertise hin zur Nutzerin. Gaming. Wir haben es ist wirklich nur eine 100 Quadratmeter Bibliothek, ich kann euch nur einladen, die mal anzugucken in der Esmaistraße. Da ist eine ganz kleine Nische geschaffen, da steht jetzt eine Playse drin. Ab 13 Uhr dürfen Kinder und Jugendliche dran spielen. Es gibt ein paar Regeln, wie immer in Bibliotheken, aber die heißt nicht leise sein, die heißt zusammenspielen. Ja? Das heißt, die spielen da nicht alleine vor sich hin, sondern es sind immer 4, 5 Kids und die arbeiten zusammen und erkunden gemeinsam die digitalen Welten. Das ist so gut angenommen worden, dass man eigentlich alles zur Gaming-Zone machen könnte und die Bude wäre trotzdem immer noch voll. Ja? Die Kinder kommen immer ganz verschwitzt aus ihrem Gaming-Bereich. Roberta, das ist ein Projekt, Coding mit Roberta, was das Fraunhofer Institut mitgefördert hat. Das war auch ein Bedürfnis, was wir in der Community mit festgestellt haben. Dort bieten wir ein freies Coding-Hub an, an dem Kinder mit ihren Eltern ausprobieren können, wie funktioniert das eigentlich mit den ganzen digitalen Technologien. Wir haben Calliope-Mikrocontroller, die wir da einsetzen. Und das ist eine Förderung, wo wir die Hardware komplett geschenkt bekommen haben oder gefördert bekommen haben und die Ausbildung von 15 Mitarbeiterinnen zur Roberta Teacher, die dann auch didaktisch diese Sachen vermitteln können. Mittlerweile bauen wir das in unsere Leseförderung ein. Das heißt, Kinder in der 5., 6. Klasse bekommen bei uns jetzt nicht mehr nur noch, wie bewerte ich Webseiten, sondern die bekommen auch, guck mal, so leichtes Coding gleich mit. Weil ich glaube auch, dass diese ganzen Programmiersprachen ein Bestandteil von Leseförderung sein müssen. Was haben wir noch gemacht? Wir haben jetzt ein Kino, auch wieder den Ort stark gemacht, wo die Kinder selber auswählen können, was wir zeigen. Das wird übrigens nur von Ehrenamtlichen bei uns betrieben und läuft total gut an. Interessant ist, dass ich habe mehrere Häuser in Pankow, ich habe 8 Häuser und wir haben auch noch 2 andere Standorte mit Kino. Hier in der Kurt-Tucholsky-Bibliothek sind es Kinder und Jugendliche, die ins Kino kommen. In Karo kam ein Seniorenverein auf uns zu und hat gesagt, hey, wir haben ja mitgekriegt, ihr macht manchmal auch Kino, dürfen wir nicht auch. Und jetzt haben wir in Karo praktisch ein Angebot für Seniorinnen. Die Abstimmungsprozesse sind ein bisschen wilder als bei den Kindern. Raumplanung, das heißt, wir haben auch überlegt, was bedeutet die Gemütlichkeit. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Wir haben halt so dieses Kaffeeschaum-Ambiente des Prenzlauer Berges ein bisschen aufgenommen, so Kreidetafeln bemalen und so. Und versucht halt wirklich fast ohne Mittel. Ne? Also ich glaube, wir haben insgesamt 60.000 Euro ausgegeben aus verschiedenen Fördertöpfen, haben wir eine komplette Bibliothek neu gestaltet. Es sind immer so Vorher-Nachher-Bilder. Wir haben hier den Vorher-, Da-Nachher, da sieht man gleich das große Active-Panel, diese rote Kiste, die da hinten steht. Da steht ein Wasserkocher drin, eine Dose Kaffee und Tee. Das heißt, an dem Tisch, der da vorne steht, der heißt jetzt Community-Tisch. Da können sich die Leute einfach hinsetzen, kostenlos Kaffee und Tee trinken. Es gibt auch manchmal Popcorn, vor allem wenn Kino ist. So sahen die PCs vorher aus. Links, so sieht das Ganze jetzt aus, als es neu eingerichtet wurde. Das war der Bereich, wo die Nutzerinnen früher ihre Bücher ausgeliehen haben. Links der schön unübersichtliche Bereich vorher. Rechts, wie wir es jetzt gestaltet haben. Wir haben viele Prozesse ein bisschen verschlankt und ein bisschen aufgeräumt.
Und der ganze Raum hat so ein bisschen IKEA-Style, weil das war was, was in dem Design Thinking rausgekommen ist, dass die Leute eigentlich total auf IKEA stehen. Warum auch immer. Also sind die Kolleginnen zu IKEA gefahren, haben diese komischen Blätter da gekauft und haben das so ein bisschen aufgenommen, das Thema. Und es läuft wahnsinnig gut. Das ist, wir haben fast unsere Besucherzahlen verdoppelt. Wir müssen gucken, wie wir das besser hinkriegen. Wir müssen nochmal über unsere Öffnungszeiten nachdenken. Das hat einen sehr großen Erfolg. Hat aber auch was damit zu tun, wenn ich von Anfang an mit den Nutzerinnen arbeite und vor allen Dingen auch mit Nichtnutzerinnen, dann habe ich auch andere Erfolge bei der Umsetzung der Projekte. Wir starten diesen Monat die Bibliothek der Dinge, und da bin ich ganz froh, dass du auch etwas über Dinge erzählt hast und das Internet der Dinge. Vielleicht können wir sogar die App mit nutzen. Bei uns ist es so, dass wir technische Spielereien dort anbieten, wie eine VR-Brille, eine kleine Drohne, und zwar zum Ausleihen und Ausprobieren. Ja, das heißt, wir verleihen jetzt nicht nur Medien, sondern wir gucken auch, was können wir eigentlich denjenigen anbieten, die einfach mal was ausprobieren wollen, was vielleicht nicht jeder immer haben muss. Ne? Wann benutze ich schon mal eine Drohne? Wann benutze ich mal eine VR-Brille? Vielleicht reicht es ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit, das einfach mal in der Bibliothek auszuleihen, dann wieder zurückzubringen. So wie der gleiche Ansatz wie bei euch. Wir haben, glaube ich, auch einen Akkuschrauber. Also wenn ihr mal einen braucht, kommt vorbei. Was braucht es für die digitale Transformation? Aus meiner Sicht braucht es da diese partizipativen Prozesse. Wenn wir nicht überlegen, welche Angebote wir auch online machen können, die unsere Nutzer interessieren, werden wir viele Dinge entwickeln, die komplett daneben liegen werden. Ne? Das ist so ganz, wir können uns das ja mal angucken, allein die Geschichte der digital geförderten Dinge, und dann mal schauen, was gibt es davon noch. Gerade bei diesen ganzen Fachportalen im wissenschaftlichen Bereich sind so viele geplatzt, wo Millionen versenkt wurden. Aber das, ich glaube, da anzusetzen, ist ganz gut. Was für den öffentlichen Dienst eine ganz schöne Herausforderung ist und auch für meine Kolleginnen eine ganz schöne Herausforderung ist, wir haben einen sehr akribischen, genauen Beruf, wo es ganz wichtig ist, keine Fehler zu machen, weil sonst finden wir die Bücher nicht mehr. Jetzt kommt jemand daher und sagt, vergesst das mal alles, hier geht es jetzt um Ausprobieren. Hier geht es darum, es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen. Ich kann das ja sagen, weil ich kein Chirurg bin, ne, sondern ich bin jemand, der eine Bibliothek leitet, und da passiert eigentlich nichts. Wenn das Buch verstellt ist, ist es verstellt. Dann ist es halt doof, aber nicht so schlimm. Und das Gleiche bezieht sich auch auf diese ganzen neuen Formen des Ausprobierens. Farben für die Wände, einfach ausprobieren und machen und dann schauen, nachsteuern und immer iterativ arbeiten. Für mich ganz wichtig ist das ganze Thema Outreach im Sinne von, wer kommt nicht bisher? Deswegen, das hast du ja vorhin schon schön angekündigt, habe ich mich bei der Kulturstiftung für dieses 360-Grad-Programm beworben und arbeite jetzt mit einer Agentin zusammen an dem Thema, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Zugewanderten, und da haben wir in Pankow mittlerweile relativ viele, wir haben so im Schnitt 5.000 bis 6.000 im Jahr, die neu nach Pankow kommen, und davon sind 97% Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländerinnen. Und für mich ist natürlich interessant, wenn da 5.000 neue dazukommen, wie kann ich es schaffen, von denen wenigstens 30-40% zu mir in die Bibliothek zu holen und den Angebote zu machen. Deshalb beteilige ich mich an diesem Prozess. Das sind alles noch Nichtnutzerinnen, die ich aber gerne haben möchte. Genauso wie die vielen Leute, die nicht kommen in die Bibliothek. Wir haben so 30% der Bevölkerung. Wir haben in Berlin 9,5 Besuche in allen öffentlichen Bibliotheken und sind damit eigentlich besser besucht als die Bundesliga in Berlin. Ja? Wir sind eigentlich schon ziemlich gut, mir reicht das nur nicht. Und agiles Arbeiten statt Verwaltung und Hierarchie, das stellt mich vor riesige Herausforderungen, über die können wir noch mal gerne reden, Vergütung. Ne? Wenn ich jetzt Leuten auf einer E5 so eine Freiräume gebe, die Selbstständigkeit erfordern, die ein bestimmtes Maß an Verantwortung fordern, müsste ich sie alle viel höher eingruppieren. Ich habe aber nur einen beschränkten Rahmen. Wie mache ich das, dass sie trotzdem diese Arbeit machen? Wie kann ich sie mitnehmen und wie kann ich sie auch teilweise höher schieben? Das sind so Fragen, die mich interessieren. Aber auch, wie kann ich es hinbekommen, in einem starren, in einer sehr starren Umgebung mit Software zu arbeiten, die du mir vorhin gezeigt hast, und das zu benutzen, Kanban zum Beispiel zu benutzen, als Trello einzusetzen oder Evernote. Wie kriegen wir das hin, praktisch mit den schönen, agilen Werkzeugen einen Prozess zu gestalten in die digitale Transformation? Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten, und die, die noch keinen Ausweis haben, sehen wir bestimmt in der Bibliothek. Danke.